Ja, guten Tag, liebe Freunde. Fangen wir mal an mit einem kleinen Quiz. Was glauben Sie denn? Was spielen wir wohl heute? Spielen wir A, Wer wird Millionär? Spielen wir B, Galileo Mystery? Spielen wir C, Wenn ich Sie wäre? Oder spielen wir D, Das Nilpferd in der Achterbahn? Die Auflösung gibt es nach einem kurzen Bildeffekt. Ja, richtig. Wir spielen Wenn ich Sie wäre und heute hier in Berlin, ja, in der Hauptstadt-Edition. Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen und dein Mund ist viel zu groß. Doch nie sagst du, was mach ich bloß? Wenn ich Sie wäre, würde ich heute alle Wahrzeichen, denen wir so begegnen, anlecken. Alle? Warum anlecken? Das ja, da habe ich erschließt auch nie, sich mir jetzt ja, nicht wirklich. Ich auch nicht behauptet, dass das alles so schlau ist, was ich hier sage. Ich leck das dann an jetzt, ne? Ja, leck das mal an. Das war ja die Aufgabe. Leck mal das Brandenburger Tor an. Vorsicht, da vorne ist die Polizei. Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Ja, komm. Mal nicht so schüchtern. Du stellst dich ja sonst nicht so an. Sonst, ne, immer mit ausgestreckter Zunge in die Disco, ne? Und jetzt auf einmal hier. Ich möchte, dass das gewürdigt wird. Ich lecke die Wunden dieser Stadt. Wenn man schon bei Wahrzeichen ist, dann muss er den natürlich auch anlecken. Ne? Das ist ja klar. Guck mal, die junge Frau da vorne, die attraktive junge Frau, die da steht. Ja. Geh doch einfach mal zu dir. Hab so eine nette, klassische, hier, das Mikro ist für dich. Klassische Interviewsituation, du bist ein Reporter, du bist unterwegs, du wissen so, wie bereitet sich das Weihnachtsfest vor, hattest schon alle Geschenke. Weißt du, du verstehst, was ich meine. Nach jeder Frage, die du stellst, hängst du hinten einen Juck die Kimme dran. Also, wenn ich Sie mal rauf rumlaufen, ne, zu der attraktiven jungen Dame da vorne hingehen, nach jeder Frage, die sie gestellt hat. Ja, gut, Aber ich will nur noch mal sagen, ne, ich habe privat und auch beruflich keine Probleme mit einer juckenden Kimme. Das ist alles nur Show. Ja, guten Tag, mir juckt die Kimme. Die Weihnachtszeit steht an, mir juckt die Kimme. Und wir wollen mal rausfinden, wie sich die Leute auf Weihnachten vorbereiten, mir juckt die Kimme. Wie bereitest du dich auf Weihnachten vor, mir juckt die Kimme? Noch bereite ich mich eigentlich gar nicht vor. Ich gehe Geschenke kaufen und das war's. Glaubst du denn an den Weihnachtsmann, mir juckt die Kimme? Du sagst, mir juckt die Kimme. Was? Nein, sag ich nicht, mir juckt die Kimme. Nee, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Wie feiert er? Feiert ihr ganz traditionell Weihnachten mit echten Kerzen am Baum, mir juckt die Kimme? Ja, mir juckt auch die Kimme. Mensch, können wir eine Interessensgemeinschaft gründen, mir juckt die Kimme. Können wir machen, mir juckt die Kimme. Ja, Mensch, dann wünsche ich dir noch schöne Weihnachtsfeiertage, mir juckt die Kimme. Die auch, mir juckt die Kimme. Gut, dann frohe Weihnachten, mir juckt die Kimme. Dir auch frohe Weihnachten, mir juckt die Kimme. Tschüss. So. Du bist ganz gerührt, ne? Endlich jemand, der dich versteht. Was denn? Da gibt's nicht viele Leute, die schon mal an allen Wahrzeichen Berlins geleckt haben. Das ist, ich bin kein Wahrzeichen. Berlin ist so eine volle Stadt. Es gibt keine Stadt, wo mehr Leute sind als in Berlin. Marek, deswegen würde ich sagen, wenn ich Sie wäre, würde ich mir jetzt einzelne Leute raussuchen, die ganz einsam und verlassen auf dem Platz stehen und mich bei denen unangenehm durchdrängeln und enden immer mit dem Satz, ja, Sie sehen doch, was hier los ist. Auch rein, ne? Well, it's hard sometimes to be close. So Sie sehen ja, was hier los ist. Sometimes to be close. Die armen Leute. Just a touch. Siehst doch, was hier los ist. Guck doch, wo du läufst, Mann. Well, it's hard sometimes. Ja, Sie sehen ja, was hier los ist. Sie sehen. Ach. Well, it's hard to stay in your room. You know it is. That feelings come. Siehst du ja, was hier los ist, ne? Ja, sag einfach nichts, ne? Da kannst du dir. Hast du meinen Respekt erarbeitet? Du bist ein schlechter Mensch. Gut. 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 Was denn? Achso, ein schlechter Mensch. Ja. Unglaublich schlechter Mensch. Ja. So, jetzt geht's weiter. Weiter, komm. Ja, ich fühle mich ganz schlecht.
Du hast mir ja mal erzählt, dass du früher mit der Familie in der Vorweihnachtszeit immer ganz gerne zur Riverdance gefahren bist und dass sie das jetzt in dieser... Stimmt auch schon wieder nicht. Ja klar. Das ist gelogen mal wieder. Du hast mir erzählt, du kannst nicht mit der Familie... Nur weil dir keine Moderation einfällt, kannst du nicht einfach dir irgendwelche Sachen ausdenken, damit das einfacher fällt. Das denke ich mir nicht aus und das weißt du auch ganz genau. Tief in dir drin da, ne, bist du gerade berührt, weil ich diese Geschichte noch erinnere, wie du mir erzählt hast, dass du mit der Familie in der Vorweihnachtszeit immer bei Riverdance gewesen bist, weil Michael Flatley, dieser Tänzer, so ein riesen Jugendidol von dir gewesen ist. Und wenn du jetzt die Ohren aufsperrst, ne, wenn du jetzt die Ohren aufsperrst, hörst du ganz genau, hörst du diese Töne, ist das Kindheitserinnerung für dich? Wenn ich sie wäre, würde ich jetzt da vorne neben dem Geigenspieler dein Jugendidol Michael Flatley performen. Und gute Nacht. Spätestens jetzt hat er sich verraten, ne? Wenn du siehst, wie gut er ist. Dankeschön. Thank you very much, my friend. Very nice. So, komm, weg vom Platz der Schande hier. Komm, lass ab und hör mich an. Komm weg. Aber er kann uns nicht erzählen, dass er nicht wusste, wer Michael Flatley ist und dass er nicht weiß, wie der Tanz geht, ne? Du bist viel zu flach geraten für die Schönheitskonkurrenz. Doch wer liebt schon nach Metermaß? Wenn du dich zu ihm bekennst. Wahrzeichen Berlins, Rotes Rathaus. Weil, was von der großen Politik geschmeckt? Ja? Hier ist ja das Zuhause von dem Herrn Bobereit. Ja, Bürgermeister für alle New Paradise Fans. Das meine ich, genau. Das meine ich. Und ich finde, jetzt wäre es auch mal an der Zeit, dass du hier ein politisches Statement setzt. Wenn ich sie wäre, würde ich mich jetzt vors Rote Rathaus stellen und mich selbst einpinkeln. Sich selber einpissen? Geht nicht. Ich sag dir ja auch nicht, wirf dich vor ein Laster. So, und dann habe ich gewonnen. Weißt du, das ist doch Quatsch. Das ist ja aber das selber mit deiner eigenen Scheiße einschmieren. Für wenn ich sie wäre. Die Frage steht gerade nicht im Raum. Die Frage, die im Raum steht, ist, du es ist zu krass. Ich stell mich doch nicht vors Rathaus und piss mir in die Hose, weil du das willst. Gewonnen. Also, was ist denn, nee, nichts gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Das ist eine Aufgabe, die ist außerhalb des Universums von wenn ich sie wäre. Was? Zweifelst du jetzt oder was? Wenn ich es nicht mache, das halt. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache das nur einfach nicht. Ich werde jetzt dieses Schild niederlegen. Er wird das Schild. Was heißt das? Es heißt, dass das Mandat des wenn ich sie wäre, wird niedergelegt. Was ist, aber die Regel gab es nicht. Das hat nie zur Debatte gestanden. Wenn dieses Schild den Boden berührt hat, ist das Spiel für alle Zeiten nicht mehr existent. Überleg dir, ob du die Aufgabe zurückziehst.